Ihr habt es schon im Titel gesehen, heute geht es nicht um irgendwelche Luftfahrtnachrichten, sondern heute gibt es etwas Neues für euch. Denn heute startet das Aeronews Germany Forum. Und ich bin wirklich froh darüber, dass ich euch das heute so in dieser Form vorstellen kann. Der Kanal hat mit mittlerweile über 40.000 Abonnenten echt eine sehr interessante, beachtliche Zuschauerschaft aufgebaut. Und wenn man unter den Videos immer mal so ein bisschen durch die Kommentare scrollt, einfach mal so ein bisschen liest, dann fällt einem ziemlich schnell auf, dass es mittlerweile ein wahnsinnig großer Haufen an sehr unterschiedlichen Leuten ist. Da sind Schüler mit dabei, die zum Teil noch mehrere Jahre bis zum Abitur haben, danach aber unbedingt einen Platz im Cockpit haben wollen oder vielleicht zur Flugsicherung wollen oder einfach nur so sich für Flugzeuge interessieren. Es sind Techniker dabei, die bedingt durch ihren Job verdammt viel Ahnung haben von einem gewissen Themenbereich. Es sind Flugschüler dabei, die gerade auf dem besten Weg sind, einen Platz im Cockpit zu bekommen. Es sind Rampagenten dabei, es sind Leute dabei, die am Check-in sitzen am Flughafen. Es sind Piloten dabei oder es sind auch Passagiere dabei, für die das Flugzeug vielleicht ein bisschen mehr ist als das einfache Transportgerät, was mich von A nach B bringt. Und genau für euch konnte ich jetzt zusammen mit dem Unternehmen Intervario ein Forum bauen, wobei das Bauen natürlich von denen übernommen wurde, weil ich davon nicht sonderlich viel Ahnung habe. Ein Forum bauen, in welchem ihr genau das an Informationen suchen und finden könnt, für die ihr euch wirklich interessiert, wo ihr aber vor allem auch genau das an Informationen austauschen und teilen könnt, die ihr bedingt durch euren Job oder bedingt durch euer besonderes Interesse und Wissen der Community weitergeben könnt. Dabei wollen wir erreichen, und das ist mir jetzt auch persönlich ganz wichtig, dass ihr nicht in 3 Schritten eine Anleitung bekommt, wie ihr jetzt besonders schnell durch den DLR-Test durchfallt, sondern dass man, auch wenn sich das jetzt vielleicht so ein bisschen komisch anhört, dass man seine Sicht auf die Dinge so ein bisschen erweitern kann und dass man halt auch mal links und rechts neben dem einzig wahren Lufthansa-Weg vorbeischaut und vielleicht auch mal so ein paar Chancen nutzen kann. Was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich mit der Schule fertig bin und Bock auf die Fliegerei habe, die Lufthansa mich aber nicht direkt auf den linken Sitz im A380 setzt? Wie ist es denn zum Beispiel mit dem Job des Flugbegleiters, obwohl ich eigentlich Pilot werden möchte, also quasi als Sprungbrett auf dem Weg ins Cockpit oder Rampagent werden am Flughafen oder vielleicht Techniker werden und sich ein Wissen verschaffen, was auch viele Piloten gar nicht haben? Oder das Ganze vielleicht mal von der anderen Seite gefragt: Welcher Job ist denn da überhaupt vielleicht der richtige für mich? Was sollte ich für persönliche Eigenschaften mitbringen? Oder bin ich vielleicht vom Charakter her noch gar nicht bereit, um so einen Job mit so viel Verantwortung in der Fliegerei übernehmen zu können? Oder vielleicht mal das Thema Geld. Das wird nämlich gerne mal unterschätzt. Aber wie mache ich denn eine Pilotenausbildung, wenn Mami und Papi vielleicht nicht sofort 80.000 Euro zur Verfügung stellen? Ihr merkt vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Das sind alles Themen und Fragen, über die man eine ganze Menge wirklich viel diskutieren und sprechen kann. Aber es sind vor allem Themen, bei denen man eine ganze Menge lernen kann von Leuten, die das Ganze schon mal gemacht haben, beziehungsweise sich damit schon mal ein bisschen genauer auseinandergesetzt haben. Und dafür würde ich euch gerne Plattform geben. Ansonsten ist natürlich Platz für eure Fotos. Wie war zum Beispiel euer letzter Flug mit einer gewissen Fluggesellschaft? Oder mit welchem Flugzeugtypen fliegt ihr am liebsten? Aus welchen Gründen? Es geht vor allem darum, Erfahrungen auszutauschen. Einige von euch haben unter meinen Videos teilweise schon so ewig lange und inhaltlich sehr interessante und beeindruckende Kommentare geschrieben. Und da denke ich mir immer, es ist wirklich ein bisschen schade, dass diese Kommentare eigentlich keine Beachtung mehr finden, wenn das Video nach 2, 3 Tagen halt nicht mehr aktuell ist und deswegen auch nicht mehr angeschaut wird. Also, wenn ihr Lust habt, ab ins Forum damit. aeronewsgermany.de ist die Adresse, also ganz einfach. Und das, was ihr dort seht, beziehungsweise das, was ihr jetzt schon im Hintergrund sehen könnt, ist natürlich erstmal nur so eine Idee. Es sind noch keine Beiträge drin, es ist erstmal quasi die Beta-Phase. Und es kommt natürlich jetzt darauf an, was wir daraus gemeinsam machen können. Denn das Schöne an der ganzen Sache ist, man kann das alles verändern und so hin und her drehen, wie man möchte, wie man da Bock drauf hat. Und das, was ihr dort jetzt findet, ist erstmal nur so eine erste Idee von mir an Themen und Unterforen, was ich vielleicht ganz sinnvoll fand. Und deswegen zögert bitte nicht, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Ideen für weitere Unterforen, für weitere Themen in diesem Forum, dann schreibt mir das sehr gerne und dann versuchen wir das so schnell wie möglich darin umzusetzen. Ihr steigt auch sicherlich alle sehr schnell durch das Ganze durch und erkennt, wie das alles funktioniert in dem Forum. Anschauen und mitlesen ist natürlich völlig kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Heißt, ihr könnt einfach auf die Internetseite gehen, dann könnt ihr auch alles sehen, könnt euch dann die Themen angucken und so weiter. Wollt ihr eigene Themen erstellen, Kommentare schreiben, Erfahrungen mit anderen teilen und Erfahrungen von anderen kommentieren, dann meldet euch einfach mit eurer E-Mail-Adresse an. Auch das ist völlig kostenfrei und ihr müsst euch dann natürlich noch irgendeinen Benutzernamen ausdenken. Aeronews Germany ist aber schon weg.
Und wie gesagt, alles Weitere findet ihr sicher ziemlich schnell selbst heraus. Also es gibt zum Beispiel eine Premium-Mitgliedschaft, die vielleicht für den einen oder anderen irgendwann interessant werden könnte, wenn das Forum richtig läuft. Es gibt Awards, die ihr sammeln könnt. Und was ich noch unbedingt erwähnen wollte, eine kleine Besonderheit, ihr könnt euch von mir als Pilot verifizieren lassen. Dafür müsst ihr selbstverständlich ein Pilot sein, dann könnt ihr mir einfach eure Lizenz als Foto zum Beispiel einfach schicken oder eure Crew-ID, das geht auch irgendwas, damit ich sehen kann, ihr seid wirklich ein Pilot und dann werdet ihr von mir einfach dieser Kategorie verifizierte Piloten hinzugefügt und könnt dann dementsprechend im Forum als erkennbarer Pilot eure Beiträge einbringen. Wird das Ganze gut angenommen, dann gibt es vielleicht auch bald noch verifizierte Techniker oder sowas. Die Idee finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber wie gesagt, es steckt halt alles noch in den Kinderschuhen. Das Forum hat bis zum jetzigen Zeitpunkt 0 Beiträge und es kommt wirklich darauf an, was wir jetzt aus der ganzen Sache machen. Und deswegen erster Link in der Beschreibung. Ihr könnt euch ganz einfach anmelden. Schreibt eure Erfahrungen, schreibt eure Beiträge rein und dann lasst uns da ein geiles Forum draus machen. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback zu dem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich im Forum wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.